Recht herzlich willkommen zur 82. Folge von Towns. Ja, wir sind hier in der Pause, kann das sein? Haben wir gerade einen Angriff oder habe ich eine Pause eingestellt? Ich habe vielleicht eine Pause eingestellt, okay. Lass mal laufen. Kann auch schneller. Ja, wir hatten zuletzt gesehen, dass wir hier ganz viele grüne Sachen zum Beispiel hochgeholt haben. Die Verbrennung hatten wir uns angeguckt. Da geht es überall voran. Wir gucken mal gerade hier nach Happiness. 41 haben wir, 52 müssen wir. Gut, ja, der Michael hatte mir geschrieben, dass ich doch im Keller einen Steinvorrat anlegen sollte. Und zwar nicht so wie hier mit dem Wassereinbruch, sondern irgendwie etwas anders. Haben wir hier schon so eine Linie gezogen? Ja, haben wir da. Müssen wir da, haben wir auch. Hier könnten wir dann weitermachen, denke ich mal. Na, da mache ich ja nicht mehr hin, ne? Kriege ich Mecker. Falsche Taste gedrückt, ne? Da auch wegmachen. Da kommt ein Händler ins Spiel. Lassen wir weiterlaufen und der Friedhof ist noch ziemlich weit unten, das heißt, wir können hier auch noch weiterarbeiten. Ich will jetzt einfach mal hier so durchziehen. Ich glaube, bis dahin geht's, ne? Da unten wird schon kommen. Obwohl, da unten würde es auch nochmal eine Runde gehen. Bis hier machen wir mal. Gut. Da ist eigentlich jetzt abgeschottet durch das Tor. Aber wir lassen das mit der Tür ruhig sein. Machen wir bis dahin. Dann haben wir noch mehr. Kann sein. Ja, der Händler ist bestimmt da. Komm, gucken wir gerade rein. Der hätte Rüstung für uns und würde ganz viele Knochen an sich nehmen. Oh, so viele. Das ist mir... Ach, ich muss hier klicken, damit es weniger werden, ne? Das waren mir zu viele. Und das waren 100. 100 will ich nicht. Ich will 10. Wieso macht man das immer... So, jetzt habe ich es geschafft. 70 machen wir mal. Und was gibt's hier für? Knochenplatte. Auch noch. Waffen, Betten. Kerzen. Können wir 12 Stück holen? Nee, wenn dann nur Rüstung. Hose können wir gebrauchen. Und das Rest ist schon eigentlich zu wenig, diese Knochengeschichte, ne? Komm, wir nehmen noch den und dann ist gut, dann machen wir das. Also wir brauchen eben nur Knochen bringen. Mal wieder laufen lassen. Die bauen ja alle hier schön ab dann. Sieht ja gut aus. Dann können wir noch ein paar Kerzen aufstellen hier. Würde dann laufen, ne? 43, 52. Alles gut. Wenn die Knochen weniger werden, ist ja auch gut für uns. Dann ist es mehr aufgeräumt. Die laufen auch wie bekloppt dahin und bringen dem das. Quack, der steht hier. Die laufen da gar nicht hin. Wo ist er? Er ist hier in der Ecke. Aber es gibt welche, die bringen ihm den Knochen. Definitiv. Also, alles gut. Wieder einer rein, oder? Ne, doch nicht. Gut, das mit den Knochen müssen wir dann gucken, dass es klappt. Hier haben wir angefangen, das Zimmer zu machen. Können wir vielleicht noch ein bisschen zuarbeiten. So. Und... Ach so, das ist schon eine Etage höher. Halt, stopp. Das war verkehrt. So, besser ist das. Auf ein neues.
passt. Okay. Ja, das ist alles gut. Das wird werden. Gut. Wie sieht's hier aus? 64, einer, super. Okay, bringt da auch was hin. Aber es wird immer noch was verbrannt. Ist jetzt nicht die Ideallösung, ne? Aber wir haben noch genug über. So ist nicht. Dann können wir wieder zumachen. Da wurde ein Holzklotz gerade hochgebracht. Das läuft auch. War der dritte schon. Gut. Wie sieht's mit Essen aus? 9 Brote. Äpfel und Birnen sind gerade schwach. Aber das jetzt auszuwählen wäre, glaube ich, nicht so gut. Da ist übrigens auch schon alles abgeerntet. Also müssten wir da oben hin. Da ist aber noch. Da oben geht keiner hoch. Da müsste eine Treppe irgendwo erstmal hin. 4 Helden haben wir. Wir haben aber noch 3 Räume frei. Also auch gut. So, das macht die Happiness. 45 von 52. Das ist auch super. Da wir jetzt auch aufräumen, die Knochen gerade verkaufen, wird es ja auch schicker hier. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. 58, obwohl das wird verdammt langsam weniger. Da können sie sich mal etwas mehr bemühen, ne? Gut. Ja, wurde gerade wieder ein Knochen hingebracht. 57. Können wir gerade runter gucken, ob die Gänge schon weiter sind, aber so richtig weiter sind die auch noch nicht. Ja. Das klappt dann auch nicht. Ist aber gerade was gekommen, ne? Habe ich mir gedacht. Okay. Grüne Schleimer. Passiert eigentlich nichts. Die sind auch schon gleich hier in dem Dingens dran, oder was? Verletzt. Gut. Der erste ist kaputt. Der zweite auch. Und der dritte läuft hier lang und kriegt auch eins auf die Mütze. Und das war's dann schon. Hat auch geklappt. Da holen sich gerade irgendwelche Helden auch was zu essen. Hier wird irgendwo hingelaufen, ja, wahrscheinlich um Knochen zu holen. Ja, die holen alle Knochen. Ja, gut. Da kommen jetzt ganz viele an, ne? 1, 2. Ja, ich habe ein paar mehr gesehen, aber vielleicht waren die schon vorweg. Da ist noch einer. Und wieder einer. Das sind noch 47. Gut. Sollte funktionieren. Alle begeistert. Der Bindes ist noch 45. Steine haben wir hier im Lager. Ziemlich viel drin. Haben sie schon alles hochgeholt. Hier wird es auch voll. Die roten Kugeln sind wohl alle. Aber da haben wir auch noch so eins. Weiß gar nicht, ob wir nicht auch noch grüne Kugeln hier, grüne nicht, sondern gelbe Kugeln hätten haben sollen. Da haben wir doch unten Lager, ne? Weiß noch nicht, wo das war. Da ist es. Okay, da ist auch noch Platz drin. Dass den hier keiner wegholt, ne? Schon komisch. Gut. Wir holen Knochen. Damit der Händler fahren kann. 40, auch gut. Wie sieht's mit unserer Wand aus?
Da ist was falsch gelaufen, oder? Täuscht das nur? Ne, das täuscht nur. Da ist nichts falsch gelaufen. Gut. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall hier einen hinmachen. Jetzt habe ich die Shift-Taste nicht gedrückt. Und da. Und da. Dort. Und den können wir auch schon machen. Und hier vor können wir eigentlich die ganze Reihe nach hier schon machen. Gut. Dann kommt das nächste überdachte Zimmer. Gut. Hier machen wir schon mal so zwei hin, ne? Dann sieht das schon ganz nett aus. Und das könnte man eigentlich zubauen auch, ne? Machen wir da auf jeden Fall noch zwei hin. Gut. Was macht der Händler? 38. Gut. Wie viel Brot haben wir? 9. Passt. Gemüse könnte mehr sein. Happiness. 43 ist etwas gesunken. Und da gibt es immer noch ein paar Hosenprobleme. Und auch Barfußprobleme haben wir auch noch. Einer irgendwas dafür gemacht, oder? Knochen werden da auch verbrannt. Wie sieht es damit überhaupt aus? 109 wird auch weniger. Super. Gut. Wenn der Händler weg ist, dann werden wir Obst pflücken. Dauert nur so unwahrscheinlich lange, bis die denen den Knochen gegeben haben, ne? Ist immer gut, dass ich nicht allzu viele gemacht habe. Der hätte ja auch alle genommen, ne? Heroes nur noch einer. Interessant. Happiness 39, unter 40 gerutscht, das ist nicht gut. Was sagt der Händler? 31. Geht eigentlich. Da wurde eine gelbe Kugel geholt. Die wird aber verarbeitet. Und ist nichts bei rausgekommen. Da fehlt noch eine gelbe Kugel wahrscheinlich. So, Händler eben dran, glaube 31, jetzt sind es nur noch 30. Hier sind es noch weniger, 37, nicht gut. Ja, die gehen da unten in den Dungeon und holen momentan die Knochen, das ist vielleicht das Schlechte, ne? 29, ne? Jupp. Oh, da geht auch einer ganz langsam schon wieder, ne? Total müde. Geht nicht ins Bett. Von da ganz unten irgendwo, ne? Ganz unten gewesen, dann eingefallen, oh, ich bin müde, ich will schlafen. Und dann führte der Weg jetzt so langsam hier hoch. Tja. Ob sie es schafft ins Bett, das ist die Frage. Das ist das Einzige, wo das Problem liegt. Essen steht da irgendwie drauf, fulfilled, ne? Ja. Von Müdigkeit gleich umgekommen. Das war nicht ihr Zimmer. Das ist ihr Zimmer. Auch nicht. Das ist es, das ist es. Und jetzt schläft sie. Slash Damage. Erholt sich jetzt wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Happiness 0 von 100.
Podcast Sleep. Tja, da hat's gejingelt, das ist ein Held, hatten wir gerade schon alle Helden verloren. 27 Knochen. Oh, wow, wow, Happiness ist aber richtig in den Keller gegangen. Zieht die uns so runter hier? Ah, Happiness steigt jetzt aber. Sie ist auch wieder unterwegs. Ja. Hier laufen so ein paar langsame auch noch lang. Er hat Hunger, glaube ich. Holt sich hoffentlich noch ein Brot, bevor er verhungert. Ne, holt jetzt Mehl und backt sich ein Brot, oder was? Das war jetzt nicht so die Idee, finde ich. Wäre schon eher nötig gewesen, selbst was zu essen und nicht ein Brot zu backen, ne? Da sind auf jeden Fall welche da. 8 Stück noch. Hat sich jetzt aber ein Brot geholt, aber tut es wahrscheinlich ins Fass. Was macht diese Person? Anstatt was zu essen, fängt sie irgendwelche Faxen an. Stirbt wahrscheinlich gleich weg. Boah, kann's nicht sein, sowas, ne? Muss jetzt nach oben, weil das Bett oben steht. Hat es noch nicht mit dem Bett irgendwas zu tun. Wo geht diese Person hin? Hä? Die soll schlafen und essen, was nötig ist, aber doch nicht hier durch die Gegend laufen. Die Person auch. Was wird das? Getreide hier geerntet. Happiness 0. Happiness 0. Mann. Naja, okay, da können wir jetzt gerade nichts machen, denke ich. 23 sind sogar eingestiegen wieder. Sind aber noch weit weg von dem, was wir brauchen. Und ich würde einfach sagen, wir gucken noch gerade zum Händler rein, was der noch braucht. 21, da geht es ein bisschen voran. Und wir hoffen, dass der bald alles hat. Damit es weitergeht. Okay, und ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.